170. Oh mein Gott, was? Wir haben drei Hits. Alter, mehr als 300 Damage gemacht. In diesem Run habe ich es geschafft, einen übertrieben krassen Eisbild zu bauen, der im Endgame alle komplett vernichtet hat. Viel Spaß beim Zuschauen. Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Willkommen zu Backpack Battles. Wir gehen rein in den Pyroman und wir haben heute was Wichtiges vor. Eieiei, was ist das denn? Und zwar versuchen wir, den Krio, wie heißt der? Frostklammer, ist ja egal, ne? Mal durchzubringen, mal gucken, wie weit wir es schaffen. Ich habe mir schon ein bisschen Gedanken gemacht. Das Wichtigste ist aber erstmal das Early Game nicht zu verlieren, weil das ist absolut das Schwerste bei diesem Bild. Interessant. Aha. Blaubeere vielleicht einfach mal speichern. Ja, Pfanne und Schmiedehammer. Mal gucken, ob wir dagegen anhalten können. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Jetzt keine bösen Überraschungen. Jawohl. Super. Geschafft. Schon mal eine Runde. Nehmen wir einen Wetzstein mit. Wir haben jetzt Besen. Ich überlege wegen dem Besen, ob wir ganz klar einfach mal erstmal, na komm, sag schon, einen Zauberstab bauen oder so. Würde auf jeden Fall weiterhelfen. Ich weiß jetzt ehrlich nicht wirklich wegen dem Wetzstein. Das gönnen wir uns. Ja, das wird, ja, wir brauchen wieder Platz nächste Runde. Vielleicht versuche ich mit Obst zu überleben. Wenn man ganz viel Knoblauch zum Beispiel hat, dann ist das auch mega gut. Okay. Ja, ein bisschen schneller. Wir haben die ganze Zeit keine Ausdauer, aber ganz knapp gewonnen. Ganz knapp gewonnen. Das ist ja. Ja, noch ein Knoblauch. Ja. Moment, ein runter. Zack. Geil. Zwei Steine. Für zwei ist natürlich worth it. Auch das Holzschild könnte man mitnehmen. Weil daraus können wir ganz entspannt den hier machen. Gefrorener Schild. Gefrorenes Schild? Naja. 35% Chance, 5 Schaden zu vermeiden und 0,5 Ausdauer vom Gegner zu entfernen und ein Eis zu, oder ein Kälte zu verursachen, bis zu 10 Stück, ne? Also das heißt, ein, zwei Schilde, easy peasy. Aber erstmal nehmen wir die Steine mit. Und ja, die beiden. Ja, doch, ich nehme die beiden mal mit. Wetzstein können wir auch erstmal speichern. Wenn wir jetzt noch einen bekommen, dann okay. Mache ich auf jeden Fall ein Hero Sword, weil aus dem können wir auch ein Flammenschwert machen. Und je mehr Flammen wir haben, also Hitze, bei 5 Hitze, glaube ich, bekommen wir ein Kälte, ne, auf den Gegner. Wegen diesem Frost-Dings da, Item, was wir später jetzt bekommen. Und aua, nein, sehr, sehr schade. Ja gut, der geht hier ein bisschen auf Feuer. Der macht das gut. Ja, stimmt, ich hätte es mitnehmen sollen. Ich hätte es mitnehmen sollen. Okay, ja. Noch ein. Sehr lecker. Platz. Auch sehr lecker. Einmal so. Ja, das ist okay. Obwohl. Wie wäre es denn? Ja, so ist doch eigentlich geiler. Für zwei. Auch gut. Das Schild. Sehr gerne hätte ich das. Für zwei. Komm, jalla rein da. Was wollten wir? Wir wollten noch einen Wetzstein gucken. Wie viel Prozent? 64? Schade. Sehr schade. Hätte ruhig droppen können. Wir gehen weiter. Wir haben Platz genug. Ja, und das Schild. Vielleicht hätten wir lieber das Schild kaufen müssen. Wir hoffen, dass das Poison uns nicht wegfrisst mit der Zeit. Aber 17 HP, das sieht gut aus. Ja, bitte nicht heilen jetzt. Banane. Jawohl, let's go. Sehr gut. Eine Flöte.
Eine Flöte für 3, early auch sehr gut. Muss, kann ich auch später verkaufen, ne? Ist ja erstmal halb nicht so wild. Und ich glaube, die wird uns das Early Game auf jeden Fall retten, unseren Arsch. Noch eine Schatzschatulle. Ja, blaue Steine sind natürlich gut, ne? Blaue Steine, das ist unser Ziel hier. Oh, ich weiß, es ist 5. Es ist zu viel. Es ist zu viel. Hm. Ja, ich tue mich schwer damit auf jeden Fall. Moment, Moment. Wir gehen einmal nach oben. Ja, doch so. Holen uns das Schild. Einmal rerollen. Ah, wir brauchen Platz. Auf jeden Fall. Und ja, jetzt wird uns eh keiner stunnen, aber ja, so. Mhm, mhm. Oh Mann, warum kein Weststein? Komm, wollen wir noch einmal versuchen? Einmal rerollen? Ah, schade. Verkaufen wir eh. War eh für 2. Ja. Aber nicht jetzt erstmal. Erstmal behalten wir es. Ey, stopp, stopp, stopp. Nicht so schnell, nicht so schnell. Ganz entspannt. Guck mal, 95 HP, das ist schon mal sehr, sehr gut gegen den Ranger. Ja, der stackt jetzt auch nicht übertrieben viel. Der stackt gar nichts. Geil, 20 Schilder halten. Moin, von wo bekomme ich diese 20? Ach so, Flöte. Flöte und Knoblauch waren das zusammen. Okay, alles klar. Ja, ich sag doch, Flöte ist OP. Oh mein Gott. Jawohl, let's go. Blaubeeren. Hm. Naja, naja, naja. Ja, wir machen mal ganz kurz einen auf den. Zack. Reroll. Und worauf hoffen wir hier? Ich hab richtig Bock auf eine bestimmte Rüstung. Und zwar Rüstung, was auch immer. Und zwar guckt euch dieses Prachtexemplar an. Verdorbene Rüstung. Heilige Gegenstände erhalten Dunkelheit. Das ist völlig egal. 10% Chance für jeden Dunkelheitsgegenstand. Debuffs auf deinem Gegner davor zu schützen, entfernt zu werden. Ja, also unser Kälte wird nicht entfernt. Das ist krass. Aber 10% ist jetzt auch nicht so wichtig. Das Wichtige daran ist, gut, 70 Armor, geil, bei Kampfbeginn, alle 3 Sekunden entferne 2 Debuffs und verursache sie bei deinem Gegner. Das ist auch geil. Geil, 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 wichtig. Ist eine starke Armor auf jeden Fall. Ich würde sagen, shit. Brauchen Platz halt, ne? Egal was kommt, wir brauchen Platz. Ja, und selten, was wollen wir denn bitte kriegen? Ja, das ist natürlich schwierig. Komm, einmal rerollen noch. Trotzdem. Ja. Ja. Speichern wir den Platz. Nehmen Knoblauch mit, weil einfach Knoblauch uns erstmal das Leben ermöglicht hier. Ja. Ja, schwach. Nee, Schaufel. Nur eine Schaufel. Wir haben 120 HP. Hallo. Einfach 35 HP mehr als sie. Ja, und ihr seht es. Wir haben die ganze Zeit Schild, 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 Schild. Ja, nur deswegen überleben wir. Und ganz langsam kratzen wir dahin. Das kommt später. Das kommt später. Dies kommt später. So. Interessant. Eine Peitsche für 4. Können sie ja immer noch verkaufen. Ja, 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 ja. Warte mal, da können wir die beiden Steine verkaufen. Die sind unwichtig. Genau, so. Und warte mal. 1 verbraucht das. 1,4. 0,7. Also 1,7. Ja, ist schon viel. Aber dafür haben wir dann DPS erstmal. Dafür haben wir dann erstmal DPS. Weil wir brauchen noch ein Weilchen, bis wir überhaupt hochskaliert sind, ja. Ja, 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 ja. Ah, gut.
Okay, machen wir so. Ufer, das hat auch zwei Slots, ist auch mega nice. Aber ich war, das wird jetzt hier gleich zu einer Flammpeitsche. Eigentlich will ich. Wie viel? Ja, zwei. Eigentlich will ich das gar nicht. Eigentlich will ich das gar nicht. Also nutze einen Dornen, um drei zu erhalten. Das ist. Nee, nee, nee. Brauchen wir nicht. Verkaufen wir gleich. Die, das, Be dem, dem Wesen. Moment mal, ich muss mir kurz mein Energy nachfüllen. Oh. Oh, Scheiße. Er hat halt eine Axt. Der eskaliert. Je länger der Kampf geht, desto mehr Damage macht er. Das wird gefährlich. Oh. Das sieht nicht gut aus. Scheiße. Okay, sein Kampfrausch ist vorbei. Oh mein Gott. Na. Scheiße. Unterklasse freigeschaltet. Alles klar. Okay. Kryomane. Hieß das, heißt das, was auch immer. So, ja. Das gönnen wir uns. Yo. Einfach direkt. Und einen perfekten. Ja, für 16. Oh, das tut weh. Das können wir uns nicht holen. Wir haben 10. Das geht nicht. Nein, 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 nein. Das holen wir uns auf jeden Fall. Und tatsächlich. Machen wir das einfach so. Das wird kombiniert, das ist gut. Aber das kann auch ruhig da kombiniert werden. Ja, Moment, Moment, kurz überlegen. Ja, passt. Passt. Passt, passt, passt. Und so. Dann so auf jeden Fall für. Und dann drei. Erhalte. Kurz mitnehmen. Oh, sexy. Ja. Den können wir direkt wegwerfen. Gucken wir, gucken wir, gucken wir. Ui, nee, Crit werden wir ja später haben. Oder jetzt schon, ne? Also, pro Eis auf dem Gegner hat der Gegenstand vor ihm zwei kritische Trefferchance und zwei kritische Trefferschaden. Auch sehr nice. Auch sehr nice. Besen brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr. Wir gucken nochmal. Das Ding ist jetzt. Leder. Oh, ja. Warte mal, warte mal, warte mal. Wie war das nochmal? Machen wir aus der heiligen Rüstung eine verdorbene Rüstung? Wir machen auf jeden Fall eine Mondrüstung aus der heiligen. Und einen Sonnenpanzer, wenn wir möchten. Ja, Moment. Ja, safe, safe, safe. Safe. Oh, eine Eisrüstung. Auch interessant. Aber wie machen wir denn die Eisrüstung? Kann man die nur finden? Fragen über Fragen, aber das wird zu einem. Ist halt alles sehr, sehr teuer, muss ich sagen. Alles sehr, sehr teuer. Ist schwierig. Die Boots, machen wir die Boots irgendwo rein? Was bringen die wirklich so viel? Ein Glück, eine Powered und. Hä? Hä? Blaubeere. Brauchen wir die Blaubeere unbedingt? Ist die Frage. Oder besser gesagt, wir machen das einfach so. Komm, lass uns die Boots reinmachen, damit wir sie nicht umsonst gekauft haben. Ah, egal. Ah, ich doch. Ich hätte den. St Oh mein Gott, ich hätte den kleinen blauen Stein in die Boots reinmachen können. Ja. Was? Was? Wie viel Crit habe ich? Wie viel Crit? Ja, doch, doch. Wie viel Crit habe ich? 40%? Okay. Oh mein Gott. Und 10, 10 Kälte hatten wir gerade. 11. Junge. Oh, shit. Noch zu wenig. Zeig mal, was der hatte. Der hat das nur. Kampfbeginn. Der hat nicht mal einen Drachen und hat mich besiegt. Junge, Junge, Junge. Also, das Kälteding ist wirklich. Hardcore. So. Perfekt. Wenn wir jetzt angegriffen werden, dann erzeugen wir einfach mal ganz entspannt Kälte. Dann machen wir das dann noch rein. Ja. Genau. Dann noch Feuer. Dann brauchen wir Platz. Dann nehmen wir das hier mit auf jeden Fall. Dann rerollen wir.
Dann rerollen wir und dann rerollen wir. Ja, kann auch so gehen. Chance, einen Buff zu entfernen. Entferne einen Debuff. Ein bisschen mehr Heilung und so. Und, achso. Ja, stimmt. Jetzt hätten wir schon mehr. Na gut, na gut. Ein Reroll oder... Ah, warte mal. Wir können es auch. Wir können auch so machen. Zack, weg damit. Oh, Baby, ja, let's go. Let's go. Und Platz brauchen wir. Alter, geil. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Aha. Ja, Frostbiss ist auf jeden Fall geil, weil der skaliert mit Eis und macht noch mehr Eis drauf. Und mit dem blauen Stein 2 Eis dann pro Hit. Hm. Also okay, 70% Chance, ich weiß, aber naja. So. Mhm. Ja, 6 ist immer noch so wenig. Alter, was man alles braucht, um ein absolut überkranken Kältebild zu zaubern. Das ist schon heftig. Also ist auf jeden Fall kein easy peasy lemon squeezy einfach Bild. Ist schon sehr schwer, muss man sagen. So, geil. Dornenpeitsche. Die verbraucht 1. Ja, ja, das ist okay. Das ist okay, das können wir tauschen. Ja, ganz kurz mal den raus. Nee, stopp, so. Ja. Dann auf jeden Fall erstmal da überall alles rein. Ach, nee, das macht keinen Sinn. Kann er noch viel mehr Eis bewirken, als wir gedacht haben. So, einmal das hier rein. Nee, da ist nichts für uns. Da kommt nichts für uns. Hm, eine Chili. Ah, weiß nicht. Nur mit einem Gubat wäre sie vielleicht gut. Aber so ein Heat, heile für 5. Alle 5 Sekunden ist theoretisch eine Banane, nur plus Heat quasi. Wenn du mindestens entfernen einen Debuff. Hm. Ha, 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 ha. Interessant. Und vor allem auch die Dornpeitsche. Nee, die stecken wir, glaube ich, weg. Die brauchen wir nicht. Was soll's? Ja. Okay. Easy peasy lemon squeezy. Okay, gut. Oh, ein Luckbild. Zum Glück hat er nicht so viel Glück. Mal gucken, ob er ein bisschen stackt. Mhm. Chance 50%. Ja, okay, okay. Okay, Moment. Wie viel? 34%. Okay, wir haben schon gut gekrittet auf jeden Fall. Also gut lucky gekrittet. Er hat auch 3 Damage von dem Schwert bekommen. Und halt, ja, 16 bis 19. Da geht halt noch mehr, ne? Das Gute ist, dass wir natürlich die Gegner verlangsamen. Ist quasi ein doppelter Buff. Uiuiuiui. Okay, gerade noch von dem Chili-Gubat geredet. Da kommt er. Und die Wunderlampe. Ja, schwierig zu sagen, wie weit sie sich jetzt lohnen wird. Weil bis wir Luck generiert haben, bis wir Spikes generiert haben, okay, Mana kriegen wir und Schild kriegen wir. Ah. Mal 7 sind 14, 28 Sekunden muss der Fight gehen, weil wir das eigentlich... Achso, doch, Flöte bringt uns auch Luck, aber sonst... Aber sonst... ja, schwierig, ne? Oh mein Gott, ich... Oh mein Gott, es tut mir so leid. Ich habe den Gubat weggespült. Ich habe den Gubat weggespült. Wie dumm bin ich denn? Aber wie selten Frost-Items kommen, das ist crazy. Das ist crazy, wie selten Frost-Items sind. Ja. Mann, nein, nein, nein. Junge, was bin ich für ein Dummkopf?
ich habe aus Versehen einfach da den hier. Guck mal, heile um 10, das wäre so viel Heilung. Und erhalte 2 Heat. Auch richtig gut, Junge. 20, 22, 23, 24, 27. 39 Kälte. Okay. Jetzt haben wir aber losgestellt. Oh mein Gott, geil. Buch des Frostes. Alle 3 Sekunden nutze 2 Mana. Sehr gut. Um 3 Kälte zu verursachen. 10% Chance, Schriftrollen gratis zu wirken. Nice. Neuser, Deuser. So. Dann machen wir das so. Ja, 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 ja. Aha. Was sehe ich da? Ja, ja, Schicke, 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 Moment, wir machen das so, so, so und zack. Genau, noch eine Flöte. Ich weiß ja nicht, klingt jetzt nicht so besonders bis jetzt. Ah, für 1 gönnt man sich den eigentlich und noch ein Reroll. Das wäre jetzt krass, wenn wir noch was bekommen hätten. Ah, Peitsche. Wofür? Wofür? Jetzt kurz noch überprüfen, ob wir alles hier gut gestackt haben. Das sieht gut aus. Okay, 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 okay. Geil. Geil. Oh mein Gott, jetzt. Die werden so eingefroren. Erstmal bekomme ich selber Kälte ab. Alles klar. Natürlich. Er hat gerade 10 Kälte geklärt. Oh mein Gott, 40er Hits. Was geht da ab? 20 bis 23 Damage? Nicht wenig. Nicht wenig. 24 Kälte. 2 Sekunden. 5 Sekunden. Ich glaube, 3,5 hat er normal, ne? Junge. 3. Schmeckt. Schmeckt der Damage. Und die Kälte. Geil. Ah, zu teuer. Ein Kristall. Ein Kristall. Ganz kurzer Check. Na klar. Eingehender Schaden ist für 5 Sekunden um. Gegner erhält Buff 50% Chance, den Buff zu neutralisieren. Gegnerische Heileffekte sind um 30% reduziert. Wir gönnen uns. Wir gönnen uns mal. So, Moment. Moment. Das können wir alles. Warum nutze ich nicht meine Backpacks ordentlich? Was ist los heute? Was ist los? Moment. Hallo? Bitte weg. Danke. So, okay. Alles easy. Ja. Ja. Der ist fast full. Lull. Perfekt. Dann einfach so hinlegen und eine Blaubeere. Für 1. Oh. Ja, für 1 können wir das machen. So ist besser. Mana-Murmel brauchen wir, glaube ich, nicht. Und den Heldentrunk brauchen wir eigentlich auch nicht. Wir haben noch viel zu wenig Verbrauch. Ein Heilbild? Mana-Heil-Puppenbild? Was ist das denn? Das ist ja alles Kombi-Wombi. Der wollte zu viel. Was? Ich mache jetzt schon 40? Wie viel? 52 kritische Trefferchance hat er? Das ist ganz schön schnell. Der Kampf hat gerade erst begonnen. 8 Sekunden. Joa. Wir klatschen. Ich bin gespannt jetzt aufs Late Game. Ich glaube, im Late Game sind wir erst richtig, richtig strong dann. Oh ja, ich hab Bock. Oh ja. So, Moment. Moment, Moment, Moment. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Zuerst Tisch hier kaufen, dann kurz überlegen. Leuchtende Krone. Ja.
Ich glaube, an der kommen wir tatsächlich nicht vorbei. Wir kommen an der nicht vorbei. Ich glaube, wir nehmen die, weil. Lederstiefel, come on. Come on, bro. Weg mit den Shit, Alter. So, ja, genau, wir brauchen mehr Steinchen. Brauchen mehr Steinchen. Aber nicht die. Brauchen die anderen. Einmal rollen. Ah, okay. Ein Hitzeschild. Ist nicht das, was ich suche, leider. Und wir brauchen Platz. Gut, wir gehen rein. Oh mein Gott, noch ein Buch und Krone. Oh, das wird ein schwerer Gegner. Das ist ein schwerer Gegner. 18. Oh, jetzt klärt er ein bisschen. Scheiße. 21, 22. Oh mein Gott. Ein schwerer Gegner, sage ich. Was? Was? 42? 42 Kälte. 2 Sekunden. Auch fast 5. Oh mein Gott. 6,6 Sekunden. Alles klar. Und der? Ja, ordentlicher Schaden, würde ich sagen. Alles klar. Ein bisschen viel Kälte, glaube ich, war das. Ja, das. Ja, okay. Achso, natürlich umstellen. So, und eine Mana-Murmel. Ich habe gar nicht gerade auf unser Mana geachtet, aber ich glaube, wir sind full. Ich glaube, wir sind full Mana. Immer die ganze Zeit und so weiter. Oh, ja, die Rüstung. Oh, ich brauche die. Oh, ich brauche die. Aber zacki. So, haben wir genug Platz? Ganz kurz. Ah, theoretisch. Ah, schwierig. Stopp. Ja, so. Dann die Wunderlampe dahin. Dann. Ja, okay. Okay. Ja, nehmen wir den scheiß Knoblauch weg. Die muss da rein. So viel. Boah, das muss alles noch da rein. Am besten 13 und 7. Also 20 brauchen wir. Haha. Wie sollen wir das hinkriegen? Das kostet 1. Das ist 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir haben 17. Fuck. 17, 3 fehlt. Oh, schade. Erst nächste Runde, ne? 4 oder 3 fehlt, 3 fehlt, 3 fehlt. Brauchen wir die Chili? Brauchen wir die Chili? Ah, scheiße. Drei fehlt, das ist alles für eins, ne? Und das ist, naja, die Chili zu verkaufen. Die Chili zu verkaufen. Wie viel wert ist die Chili? Ja, okay, und das halt alles, ne? Wir kommen. Ah, fuck. Es tut so weh. Wir müssen. Können theoretisch eine neue Chili locken, aber. Können theoretisch eine neue Chili locken. Komm, wir haben nur noch 4 Runden. Wir müssen uns jetzt was versuchen. So, jetzt machen wir das jetzt hier. Bam, bam, bam. Nein. Kein Sonnenpanzer. So, drei. Verdorbene Rüstung. Let's go. Geil. Geil. So, ja. Chili. Ja. Ich glaube, die ist gar nicht so stark gerade. Wenn wir keinen Chili-Gubert haben. Ja. Passt schon. Okay, der hat ganz schön viel Armor. Mal kicken. Oh, jetzt machen wir Damage und 24. Oh, 30. 30 Kälte auf ihn gesteppt. Ha, 40. 170. Oh mein Gott, was? Wir haben 3 Hits.
Alter, mehr als 300 Damage gemacht. Und 55 Kälte drauf gestackt. Heilige Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Gönn mir mehr davon. Jetzt sind wir, glaube ich, richtig stark. Ja, also dieser Build, der muss erstmal skalieren, aber wenn es dann soweit ist. Oh Junge. Für jeden Dunkelheitsgegenstand. Erhalten Dunkelheit. Okay, also 20% haben wir, dass unsere Kälte nicht weggeht. Oh, ich hätte noch gerne mehr. Ich hätte gerne mehr. Na, ganz kurz. Nee. Da war unser Chili-Gubat eigentlich. Aber warum suchen wir nicht einfach nach mehr? Nach mehr Kältegegenständen. Ui. Uiuiuiuiui. Theoretisch. Rüstung. 7 Debuffs verursacht, erhalte 6. Ich frage mich. Moment. Ja, stopp. Gleich. Ja, ist okay. Ist okay. Achso. Nee, genau. Ich frage mich. Oh, ja, es funktioniert. Wenn ich ihn daneben packe, bekomme ich zwar keine Rüstung, aber er zählt. Also haben wir 30%, dass unsere Kälte nicht mal weggemacht wird. Das ist auch strong. Oh. Okay, ein Glücksbild. Aua. Oh, ihm fehlt ein Glück. Oh mein Gott. Kriegt er richtig viele Buffs. Alter. Er kann nichts machen. Er greift so langsam. Oh mein Gott. Scheiße, ist das gut. Oh mein Gott. Alter. Jo, nee, jo, ja. So. Ja, wir können ihn ein bisschen schneller triggern lassen, ne? Das ist, glaube ich, auch gut. Wenn der richtig schnell triggert, ja, gucken wir mal, ob wir noch was Spannendes bekommen. Spannendes bekommen. Okay. Ja, Flöte. Hungrige Klinge. Beides strong. Alter, beides strong, strong as hell. Oh mein Gott. Das brauchen wir auf jeden Fall. Also, 2 Mana zu verwenden. Wegen den. Geil, das war so gut. Wegen den Saphiren bekommen wir halt auch ständig Mana. Ist das so geil? Wir haben keine einzige Schriftrolle. Das wäre auch so stark. Das wäre so stark, wenn wir das hätten. Okay. Ja. Oh mein Gott. Kaufen wir, warte, 2 Runden noch. Kaufen wir was? Ja, oder speichern wir den einfach? Für die allerletzte Runde. Für die allerletzte Runde. Oh mein Gott. Das ist so krass. Alle 3 Sekunden. Alle 3 Sekunden einfach mal 9 Kälte nur durch diese Bücher. Oh mein Gott. Also, gucken wir kurz mal. 4 Mana. Okay, nice. 4 Mana, 5 Mana. Wieder runter, wieder hoch. Ja, komplett mal. Oh mein Gott. Damage. Bro. Bro. Was ist hier los? Der kann nichts machen. Der ist eingefroren. Der hat 118. 67 Kälte, Junge. Was? Alter. Das macht übel Bock. Das macht übel, übel Bock.
So. Ehrlich Schmutz. So, wir haben eh keinen Platz. Suchen wir noch was Cooles? Suchen wir noch was. Oh, wir müssen die holen. Das können wir verkaufen. So geil. Oh mein Gott, dass wir das noch geschafft haben, das zu bekommen. Jawohl. Ah, okay, gut. Flöte leidet ein bisschen, aber scheiß auf die Flöte, ey, ganz ehrlich. So, Moment mal. Also, Kampfbeginn. 15 Armor pro Eisgegenstand. Also 1, 2, 3, 4, 5. 75. Und dann geht's ab. Kampfbeginn, erhalte nochmal Rüstung und verursache Eis, nutze ein Heat, um zwei Eis zu verursachen und 10 Schild zu bekommen. Junge, wie geht denn das gleich ab? Alter, wir haben so ein gutes Bild hinbekommen. So geil. So, Freunde. Let's go, die letzte Runde. Das wird heftig. Kampf beginnt. Fast 200 Schild, 191, alles klar. Kurz Damage-Check. Okay, 8 bis 11 ist jetzt schon, glaube ich, mehr, ne? Weil 6. 3 Damage, glaube ich, habe ich schon mehr. Alter. Alter, Junge. Komm, der soll durchhalten. Der soll durchhalten, Junge. Oh, jetzt kommen die Crits, Junge. Jetzt kommen die Crits. Wie viel Crits putsch? Oh, fast 70. Das sieht gar nicht gut für ihn aus. Ja, 2. 2 pro, ja, okay. Wenn wir 50 Kälte erreicht haben, haben wir 100% Crit. Das ist ungefähr gleich. Ah, noch 40? Ah, 39? 41, okay. Alter. Okay, und wir haben fast 100%. Oh mein Gott, und wir critten 3. Oh mein Gott. Alles klar. Oh fuck. Oh Scheiße. Alter, so gut. Er hat einen Tim. Oh, 30%. Deswegen haben wir am Ende nicht gekrittet. Wir haben 60 da. 100% Crit, aber wegen dem Tim in der Rüstung 30% Chance, einen Debuff oder kritischen Treffer zu vermeiden. Also, krass. Krass, hat er Glück gehabt. Aber wir haben ihn völlig zerberstet. Also, 62 Kälte, Junge. 1,6 und der hat 42 Heat. Das, naja, ich habe mehr Kälte als er Heat auf ihn gedroppt. Junge, so scheiße stark. So geil am Ende. So geil. Ich liebe Kälte. Ich liebe Kälte. Oh mein Gott, Freunde. Das war auf jeden Fall eine richtig geile Runde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu abonnieren, damit ich endlich aus meinem Kinderzimmer raus kann. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt salzig.